Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr schnell und einfach Coins macht. Zudem zeige ich euch, welche Spieler ihr investieren könnt für die Top-Partien, Freunde. Und ihr seht, wir haben fast die 23 Millionen Coins geknackt. Wenn es euch gefällt mit dem Video, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr hier neu seid und nichts mehr verpassen wollt, Freunde. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Auf geht's! So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Sponsor vorbei. Hier mit dem Rabattcode Alex bekommt ihr auch nochmal 6%. Dazu Link in der Beschreibung abchecken und dann würde ich sagen, gehen wir ins aktuelle Video rein. Ab geht's. Ja, Freunde, zu Beginn zeige ich euch ja immer eine Low-Budget-Methode, die sehr, sehr gut klappt aktuell. Da gehen wir natürlich heute wieder auf die Silberspieler drauf ein, gehen dafür in die La Liga, denn die sind aktuell wieder sehr, sehr teuer. Und wenn wir hier schauen, die kosten, glaube ich, alle mindestens 900, ja. Die meisten kriegt ihr wahrscheinlich so für 1-1 nach einer Stunde weg. Also 1-1 könnt ihr die meisten so reinstellen. Ich würde euch hier empfehlen, bis maximal 900 jeden zu snipen oder noch weniger. Okay, es kommen hier auch einige rein. Ihr seht das hier. Könnt natürlich auch gucken, okay. Der ist zum Beispiel 1-2 wert. Hätte man mitnehmen können, sind 300 dann Gewinn. Hier der Linksverteidiger sogar mit Anker. Ich habe zwar nicht viel Platz, aber den hätte ich gern mitgenommen. Ja, das ist eine gut spielbare Karte, gerade für Silberteams. Könnt ihr sowas natürlich immer mitnehmen. Auch bieten würde ich euch empfehlen, bis jede Karte so 700, 800 mitzubieten. Wie gesagt, oder hier 600. Ihr könnt auch einfach gar nichts einstellen. Und dann natürlich hier, ja, auf jede Karte hier bieten, wo kein Gebot drauf ist, bis 800, Freunde. Würde ich euch empfehlen, diese Karten zu bieten. Ja, das wäre sogar die Methode schon aus La Liga relativ einfach. Also ihr könnt jede Karte aktuell so für 1-1, 1-2 nach einer Stunde verkaufen. Die werden sehr, sehr gut benötigt. Geht auf jeden Fall klar. Wer Bock auf die Methode hat, gönnt euch. UV-Liste von gestern läuft auch sehr, sehr gut. Ich habe seit gestern 500k, 600k nur mit dieser UV-Liste in anderthalb Tagen gemacht. Also wer die UV-Liste verpasst hat, schaut die gerne euch an, Freunde. Also die schallert auf jeden Fall richtig gut rein. Bevor wir zu den Spielern kommen, die wegen den Top-Partien sehr, sehr wahrscheinlich steigen können, gehen wir auf 19 Uhr Content ein von gestern. Und ja, man muss sagen, es ist dieser Eduard hier geworden. Ich gucke auch mal nebenbei Footbin, was er preislich kostet. Also ich finde das zu teuer, meiner Meinung nach. 120.000 für die Karte würde ich euch abraten. Sage ich euch, wie es ist. Also ja, der ist eh wahrscheinlich hüftsteif mit 1,87. Obwohl er halt coole Beweglichkeit, Balance hat, aber ja, der ist halt trotzdem groß. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wenn ihr ihn gemacht habt, wie er ist, aber ich glaube nicht, dass die Karte krass ist. Natürlich muss man sagen, klar, Franzose und Premier League Stürmer, ne, da zahlt es ein bisschen was dafür, aber mein Fall wäre das nicht. Allein wegen langer Pass, Reaktion, das sind Werte, die mir überhaupt nicht gefallen an dieser Karte. Ja, Freunde, dann kann ich nur noch GG sagen, noch an alle, die auf mich gehört haben, wegen den Informs. Ich hatte euch ja empfohlen, in die ganzen Informs All-In zu gehen. Villafont für 12.000, ist jetzt schon bei 14.500. Laporte für 22.000, ist jetzt bei 27.000. Wat Poels, Visca, Bernardeschi habe ich euch empfohlen für 10.500. Wer Bock hat, kann jetzt schon auscashen, also das sind schon sehr, sehr gute Gewinne. Genauso bei Kessié und Saka, die waren bei 17.000. Auch hier machst du deine 4k circa Gewinn. Lukaku war bei 34, Benzema war unter 50. Also die Informs haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gut gelohnt. GG an jeden, der auf mich gehört hat, Freunde. Jetzt gehen wir zu den Top-Partien rüber, was wir da investieren können. Und da gehen wir in das erste Duell rein und das ist ein spanisches Duell Real Madrid gegen FC Valencia. Und da schauen wir natürlich an, was können wir hier investieren. Wir sehen hier einen Bale, ne, für 700 erbieten, macht ihr nichts verkehrt. Isco für 700, Nacho könnt ihr für 700, 800 euch gönnen. Vasquez für 700, das sind alles Abstoßkarten. Marcelo, Rodrigo, Jovic, Camavinga, Ceballos, Vallejo, Mariano. Die Silberspieler würde ich nicht mitnehmen, die sind zu teuer. Aber ich sag mal so, wer da All-In gehen will, welche Karte finde ich am sympathischsten? Natürlich so ein Nacho ist eigentlich perfekt, wenn du den für 57, 800 kriegst. Sehr, sehr gut. Isco, ja, aber die letzten Male schon sehr, sehr guten Profit als mit dem gemacht. Also wenn ihr Isco für 700 erbieten könnt, nehmt euch den ein paar Mal mit, macht ihr nichts verkehrt. Vorhin dasselbe ist mit Valencia am Start. Hier sehen wir natürlich auch, ich sag mal so, ihr könnt hier eigentlich alles mitnehmen, was ihr für 700 bekommt. Auch so ein Paulista, wenn ihr für 57 bekommt als Innenverteidiger. Die Nonvers würde ich nur bis 500 mitnehmen. Also wenn ihr hier, ja, 700 würde ich zum Beispiel nicht zahlen. Versucht jeden Nonver bis 500, 550 maximal mitzunehmen. All-in, Soler. Also Soler ist hier meiner Meinung nach
die beste Karte von den ganzen hier. Silberspieler auch wieder zu teuer, deswegen hier Soler, meine Empfehlung von Valencia. Nächstes Duell ist Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Und hier sehen wir Trapp sehr, sehr günstig, Kamada sehr, sehr günstig. Also ihr seht das, wie gesagt, die ganzen Non-Wares bis 500 macht ihr nichts verkehrt. So, könnt ihr mitnehmen für 650. Und hier kann man sogar ein paar Silberspieler einpacken für 550. 600 könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Macht ihr nichts verkehrt. Also es gibt eh die Bundesliga, League in SBC, da macht man nichts verkehrt. Hier könnt ihr auch sehr, sehr viele Karten einkaufen. Borussia Dortmund haben wir natürlich auch einige Karten, wo wir reingehen können. Hazard, interessant, Brandt, sehr, sehr gut, Bellingham. Malen, Bürki, die ganzen Non-Wares bis 600, ihr kennt das Ding. Schulz hier meine, wirklich wieder so, wo ich sage, Top-Karte zu empfehlen. Für 700 macht ihr nichts verkehrt. Auch wie gesagt, hier die Silberspieler für 500 könnt ihr hier mitnehmen. Macht ihr nichts verkehrt, Freunde. Auch Dortmund, super Preise aktuell. Ja, dann haben wir noch Juventus gegen AS Rom am Start. Und hier würde ich euch ganz klar Rabiot empfehlen. Rabiot, Franzose, ZM. ZM brauchst du in jeder Formation oder ZDM. Also, und das Gute ist, ein ZM ist auf ZOM, ZDM auch auf 8 Chemie. Deswegen die Karte finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Wer hier sagt, er will All-In gehen. Ja, Rabiot, sehr, sehr interessant. Kulusevski für 700, sehr, sehr gut. Rugani finde ich auch sehr, sehr gut, wenn ihr für 600 erbieten könnt. De Chilio finde ich sehr, sehr gut, die Karte. McKenny könnt ihr euch auch mitholen für 650. Ja, aber wie gesagt, hier meine Empfehlung auf jeden Fall. Wahrscheinlich die Top. Okay, Keane ist auch noch heftig für 600. 79er, also meine Top 3 Empfehlungen wahrscheinlich Rabiot, Rugani, Keane. Ja, danach kannst du dir noch ein Kulusevski wegen Rating gönnen. Aber ich würde schon Rabiot auf Platz 1 stellen und dann Keane und Rugani. Das sind die, ja, zweiter und dritter Platz. Das sind auf jeden Fall gute Karten zum Reingehen. Ja, Freunde. Und natürlich AS Rom haben wir natürlich auch am Start hier. Rui Patricio 700. Die ganzen seltenen, wie gesagt, für 700. Und die Non-Wares bis 500, maximal 550. Ihr kennt das Prinzip. Nehmt euch die ganzen Karten mit. Die Silberspieler kann man sich sogar auch ein paar gönnen für 500. Macht ihr auch nichts verkehrt. Wie gesagt, ihr könnt jeden Spieler einmal in den Verein packen. Aber ihr könnt hier euch natürlich auf All-In gehen. El Shaarawy sehr interessant für ein All-In-Invest hier zum Beispiel. Oder der spanische Stürmer für 500 sollte man auch nicht viel verkehrt machen. Und dann kommen wir schon zu der letzten Top-Partie, Freunde. Das ist Paris Saint-Germain gegen Lyon, Freunde. Und hier haben wir natürlich ein paar Karten am Start. Also hier haben wir nicht so viele Karten am Start wie bei den anderen Vereinen. Deswegen könnten die prozentual auch sehr, sehr gut ansteigen. Was würde ich euch empfehlen mitzunehmen? Icardi. Abschlusspreis 800, könnt ihr nichts verkehrt machen. Rafinha, Draxler für 700 erbieten. Diallo und Mendes für 700 erbieten. Sollt ihr nichts verkehrt machen. Die Non-Wares sind schon zu teuer. Also das sind eigentlich die... Okay, Gouye könnt ihr auch noch mitnehmen für 57. Das sind die einzigen Karten, die hier noch interessant sind. Die restlichen Karten sind hier schon zu teuer. Freunde, dasselbe natürlich bei Lyon. Hier, wie gesagt, alles bis 700 an den seltenen mitnehmen. Non-Wares sind hier auch zu teuer, wahrscheinlich wegen den Ligen-SBCs schon. Also hier könnt ihr euch die ganzen seltenen für 700 einpacken. Aua für 700, wenn den für 700 kriegt, wäre meine Top-Empfehlung. Sonst, ja, Silberspieler auch zu teuer. Aber hier könnt ihr euch auf jeden Fall ein paar Karten gönnen, Freunde. Jetzt gucken wir uns natürlich noch so generell hier den Markt an, wie das aktuell aussieht mit den Top-Karten. Wir sehen hier sehr, sehr Puskas, sehr, sehr oft. Könnte sein, dass er eine SBC bekommt. Man muss auch sagen, wir sehen, dass hier gewisse Karten steigen wieder aktuell sehr, sehr gut an, wenn wir uns hier den Markt anschauen. Ibra ist auch wieder gestiegen. War bei 2,6, ist jetzt wieder auf 2,9 hoch. Was sehr, sehr krass ist, muss man wirklich sagen. Auch Mbabu dick nochmal angezogen. Dadurch, dass jetzt Zakaria am Freitag ist ja gelegt, dass Zakaria gratis zum Erspielen kommt mit einer geilen Karte. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ja, der Markt ist wieder ein bisschen am Anziehen, Freunde. Ja, muss man wirklich sagen. Wir sehen das hier. Ja, alle Karten sind ein bisschen im Hoch. Also auch Embolo ist halt durch den Perfect Link zu Zakaria. Ihr seht das hier. Einfach um 10.000 gestiegen. Selbst der Inform ist gestiegen. Der war bei 12.000, oder? Ja, okay, der ist schon wegen der SBC auf 13.000, aber jetzt auf 18.000. Wegen wahrscheinlich dem, ja, guten Zakaria. Aber würde ich euch nicht empfehlen, mehr reinzugehen, Freunde. Falls jemand fragt, lohnt es sich noch reinzugehen, würde ich eher nicht empfehlen. Ist zu spät, der Zug ist abgefahren, da sind schon zu viele Investoren drin. Bleibt da auf jeden Fall lieber draußen, investiert lieber in die Top-Partien. Da kriegt ihr noch relativ sympathische Preise, Freunde. Ich hoffe auch, ihr lasst einen sympathischen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Das wäre es auch mit dem Video gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.